Delicious. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer weiteren Challenge auf meinem Kanal. Willkommen hier zur FIFA 365 Challenge. Ronaldo oder Messi müssen wir heute ziehen in 10 Boostern der FIFA 365 2018er Adrenaline XL Serie. Wenn wir Ronaldo oder Messi nicht ziehen sollten, muss ich am Ende des Videos live im Video hier, Leute, live im Video Ben Masterful anrufen. Ich hoffe, Ben Masterful geht ran. Und dann muss ich sagen, dass ich meinen Kanal lösche. Und das muss ich irgendwie so rüberbringen, dass ich es ernst meine. Wahrscheinlich wird er erst nach 3 Sekunden merken, so wie ich Ben kenne. Aber wir probieren es trotzdem. Wenn ich es nicht schaffen sollte, hier Ronaldo oder Messi zu ziehen. Ziehen wir Ronaldo oder Messi, muss ich Ben Masterful nicht anrufen. Also Ben, wenn du das siehst, ich wollte dich vielleicht anrufen, ich weiß es ja noch nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Wir werden es erst am Ende des Videos erfahren, Leute. 10 Booster, let's go. Mal gucken, ob wir Ronaldo oder Messi bekommen. Und ich starte mit dem ersten. Das wäre natürlich gleich was, wenn wir jetzt hier im ersten Tütchen gleich mal Ronaldo oder LM10 bekommen. Quinones. Leute, zählt diese Karte jetzt Messi, Iniesta, Milestone? Ich würde sagen nein, oder? Komm, ich würde sagen nein, weil wir müssen Messi oder Ronaldo als einzelne Karte bekommen. Entweder Base-Karte, Power-Karte, aber nicht als Milestone, wo hier mehrere Spieler drauf sind. Das wäre, denke ich mal, auch unfair. Dann würden wieder ein paar schreien, das ist unfair, das zählt nicht. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal nicht durchgehen. Auch wenn wir Messi jetzt schon quasi hatten, lasse ich das trotzdem nicht durchgehen. Wir brauchen Messi als einzelne Karte, Base-Karte, Top-Master oder sonst was. Silva, Dominguez und Bros. So eine Karte würde auch nicht zählen, aber so eine Karte würde zum Beispiel zählen hier. Fans Favorite zählt natürlich, aber das ist natürlich nicht Messi, das ist jetzt hier Dennis Suarez, Mandzukic, Da Silva und Gonzalo Higuain. Dritter Booster, Fabiano, Feyenoord Rotterdam Logo, dann Marcelo, Gorriaran, Gareth Bale. Oh, zum Glück haben wir nicht Bale noch mit reingenommen, ne? Sonst. Okay, was heißt zum Glück? Ein Glück haben wir Bale. Ein Glück, nein. Wieso haben wir Bale nicht mit reingenommen? So rum. Aber eigentlich würde ich die Challenge auch gerne nicht bestehen, weil Ben Masterful zu pranken ist immer nice, oder? Aber Leute, ich halte mich natürlich an die Regeln. Wenn ich Messi ziehe, gibt es hier keinen Anruf an Ben Masterful. Wenn ich Messi ziehe, gibt es keinen. Aber aktuell sieht es nicht so gut aus, ne? Sieht es nicht so gut aus für uns. Christian Mavla. Lukas. Rafa Silva, Samaris, Cherbi und Eliseo. Wie viele Booster haben wir noch? 5 Stück jetzt genau. 5 Stück. Oh, das ist Neymar. Neymar Junior hier noch bei Barca natürlich im Trikot im Diensten von der vom FCB. Dele Alli, Perotti, André Apfelschüle, Ibarra und Paolo Dybala. Matthias Ginter, International Star, William Alvarez, Kramer, Bürki und Sotni. Erstmal ganz kurz hier sortieren. So, ein Stapel draus machen. 3 Booster haben wir noch, Leute. Ronaldo, Messi. Ihr müsstet jetzt langsam kommen und das ist Lionel Messi, Leute. Und das heißt, es gibt keinen Anruf an Ben Masterful. Aber wenn ihr trotzdem wollt, dass ich mal ein extra Video dazu mache, schreibt es unten in die Kommentare und lasst unbedingt ein Like da. Vielleicht sieht das Ben Masterful ja nicht und dann können wir ihn immer noch pranken, ne? Also Leute, schreibt unten in die Kommentare, Lionel Messi haben wir gezogen und die Challenge ist somit bestanden. Hier hätten wir auch nochmal Messi, aber die Karte würde auch nicht zählen, weil halt da mehrere drauf sind. Aber ich habe gesagt, wir brauchen eine einzelne Karte und hier ist die einzelne Karte von Lionel Messi als Fans. Die Karte, wo nur Messi drauf ist, das zählt natürlich. 2 Booster haben wir noch am Start und die öffne ich jetzt trotzdem einfach mal. Erik Lamela, Lionel Messi jetzt zum zweiten Mal, also doppelt hier gelöst. Die Aufgabe, die ich mir quasi alleine gestellt habe. 2-mal Messi und ziehen wir jetzt auch nochmal Ronaldo. Das wär's. Paco Alcacer, Angel Di Maria, Marc-André Ter Stegen, El Shaarawy, Quintero und Gianluigi Buffon. Leute, wir haben mal eine Challenge bestanden. Das ist ja ein Wunder hier auf meinem Kanal.
zweimal Messi. Einmal mussten wir Messi ziehen oder Ronaldo. Hätten wir Ronaldo gezogen, wäre die Challenge natürlich genauso bestanden wie hier mit einer Messi-Karte. Ich habe jetzt zweimal Messi gezogen. Richtig, richtig nice. Eigentlich insgesamt viermal, aber auf zwei Karten war er halt nur mit mehreren drauf und das zählt natürlich nicht, Leute. Das war es jetzt hier von meinem heutigen FIFA 365 Challenge Video. Wenn es euch gefallen hat und wenn ich Ben Masterful mal so pranken soll, Leute, schreibt es uns in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Also Leute, haut rein und tschüssi, Kopfki.